herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Was ist denn jetzt los? Alter, die sind schon beide erntereif. Dinkel ist schon erntereif. Ich check's nicht. Ich muss ernten. Alter. Ich muss ernten. Ich werde jetzt hier drüber rasen mit dem Pflanzenschutz. Ich komme nicht dazu. Ich komme nicht mal dazu, den zweiten Dings zu machen. Den zweiten Düngevorgang. Alter. Ja, das ist generell bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht viel, viel, viel zu schnell. Das ist ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Komme ich ja zu nichts mehr. Bist du einmal am Pflanzenschutz auftragen und zack, ist das andere Feld ist erntereif, weiß nicht. Alter Falter. Nee. Ja, okay. Das hier ist zu zwei Dritteln oder zur Hälfte wenigstens ohne Unkraut. Aber das ist. Und ich bin nicht mal dazu gekommen, die zweite Düngestufe drauf zu machen, weißt du? Alter. Das wächst ja schlimmer als Unkraut. Verrückt, ey.
Und ich wollte eigentlich noch den Roggen verkaufen. Ich kann nicht mal den Roggen verkaufen fahren, weil mir sonst das Zeug verdorrt. Oder weil ich zumindest die Angst habe, dass mir der Dinkel verdorrt. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. So, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, gehe ich jetzt bei der Bahn nicht so genau vor. Hier ist viel wichtiger, da haben wir eine komplette Bahn, da bleibt ein kleiner Streifen Unkraut stehen, aber der ist nicht so wild. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Naja, was willst du machen? Und ich muss echt sagen, Pflanzenschutz auftragen. Boring. Es dauert halt so lang, ne? Nicht, dass das Ding nur 12 km/h fährt. Sind alle nur bei 12 km/h. Ich muss mal auch ein bisschen gucken. Wäre es wichtiger gewesen, die zweite Düngestufe zu machen? Oder ist es wichtiger, den Pflanzenschutz drauf zu ballern? Das ist halt die Frage, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, was wichtiger wäre. Was mir mehr Ertrag bringt.
Aber das ist ja schon krass, ne? Diese Woche so gutes Wetter gehabt, da ist der Dinkel aus dem Boden geschossen. Klingelingeling. Weber, hallo? Ja, Volker Barone, ja, hallo. Wie schaut's aus? Haben Sie den Herr Krüger erreicht? Ich erreiche den Herrn Krüger überhaupt gar nicht. Ich habe versucht, ihn zu erreichen. Ich erreiche ihn irgendwie nicht. Bis morgen nochmal, aber ich weiß nicht, ob er im Urlaub ist, weiß ich nicht. Merkwürdig. Okay. Weil ich hatte heute schon die letzten Tage Telefonate mit ihm. Ich glaube vorgestern. Okay. Aber naja, okay. Ich habe ihm gesagt, dass ich das mal an Anwalt gegeben habe zur Prüfung. Dann hat er gemeint, ja, okay. Dann weiß er Bescheid. Es sei besser wie das vom Herrn Neumann. Weil der Neumann gemeint hätte, er zahlt ja gar nicht. Ja. Naja. Haben Sie eigentlich auch mal Interesse, auf einem Feld mitzuarbeiten? Muss ja nicht jetzt sofort sein, nächste Woche oder so. Ja, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich brauche immer Hilfe. Führerschein ist vorhanden. Welcher? E. Und LKW. Ja, okay. Gut. Wenn nicht, hätte ich Ihnen da auch was organisieren können. Da habe ich noch eine Fahrschule nebenbei. Alles aus einer Hand ist immer am besten. Aber okay, dann, wenn Sie Bock haben nächste Woche, dann melden Sie sich einfach mal. Oh. Gut, bis dann. Dann. Tschüss. Tschüss. Okay. Ich weiß nicht, weshalb der nicht mit dem telefoniert hat, ey. Es sind halt Kosten, die im Raum stehen, ja. Ob ich die jetzt zahlen muss oder nicht, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber es könnte sein, dass ich sie zahlen muss. Und deshalb wäre mir schon recht, wenn der Anwalt da mal ein bisschen, der Weber ein bisschen Druck macht. Naja. Muss man mal abwarten. So. War ich doch glatt ein bisschen abgelenkt hier. So, jetzt nochmal gucken. Ich wollte wissen, was beim Mehmet im Angebot ist. Rockstar. Das wäre ja auch noch eine geile Produktion, ne?
Naja, 3400 aktuell. Mal gucken, wie das nächste Woche ist. 3400 ist jetzt noch nicht so gut. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, für was ich das letzte Mal verkauft habe. Ich glaube für 3000, oder nicht? Oh, ich habe auch kaum noch Pflanzenschutz drin. 100 Liter, 100 Milliliter. Ja, ich fahre die Bahn zu Ende, so weit wie es geht, und dann ist Feierabend mit Pflanzenschutz. Dann muss ich einen Drescher schnappen und rüber zum Feld. Also nicht, dass mir jetzt hier auch noch das Zeug dann weggammelt. Das wäre ja dann die Vollkatastrophe. Es reicht ja schon, dass ich nicht mal zweite Düngestufe drauf gekriegt habe. Ab nach Hause, Drescher holen. Drescher holen und dann mal loslegen. Das hier ist nämlich auch schon erntereif. Oh Gott. Da steht auch noch, guck mal, da steht noch der Düngestreuer rum hier. Weiß auch nicht, wie ich noch effizienter werden könnte. Und ich habe diese Woche nichts, absolut nichts in den Produktionen gemacht, außer mal ein paar Paletten rausstellen lassen. Nur auf dem Feld. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. So, ich stelle das jetzt einfach mal zack zack hier rein. Ich glaube, ich stelle kurz den LKW vorher rüber. Einen Moment. Schon wieder eine Palette voll. Der hat seinen Traktor hier stehen lassen. Stellen wir erst kurz den LKW rüber, dann haben wir nämlich nachher keinen Stress mit Abfahrer, mit Anhänger und Entladen. Dann haben wir alles schon am Feld stehen. Und können dann Gas geben im Drescher. Ja, Gott. Das ist jetzt in so einen Stress ausartet, hätte ich auch nicht gedacht.
Gut, dann holen wir jetzt noch schnell den Drescher und dann geht's los. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, dann geht's ans Dreschen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.